Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Renas Live, heute zum 230. Let's Play der Sims 4. Ja, beim letzten Mal habt ihr einen sehr chaotischen Samstagmorgen erlebt und ihr habt auch mittlerweile hier mitbekommen, dass Louis und auch Ben zu Kindern wurden, also sie sind schon etwas älter geworden und ich würde einfach mal sagen, wir fangen an und laden schon mal unsere Familie. Bei den Sims ist halt immer wieder das Vergnügen, dass es echt ewig braucht, bis es geladen hat. Aber naja, gut. Es gehört halt dazu, würde ich sagen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir es jemals schaffen, 230 Let's Plays mit einer Startfamilie zu kreieren, zu erleben. Und vor allem nicht, nachdem ich ja anfangs ziemlich große Schwierigkeiten hatte und hatte das Let's Play vorläufig beendet, musste dann nochmal ein neues anfangen, denn mein Laptop, den ich anfangs hatte, hat das Ganze hier nicht mitgemacht. Aber ich bin so froh, meinen jetzigen Laptop zu haben und es macht so viel Fun, euch das Ganze hier zu zeigen. Und natürlich hoffe ich auch, dass es euch genauso viel Spaß macht, zuzuschauen. Und ja, ich möchte nicht länger um den heißen Brei rumreden und wir starten mal mit dem weiteren Samstagmorgen. So, Kim ist ja nach wie vor noch einmal schwanger und ist jetzt drittes Trimester in 38 Minuten. Na dann. Ja, der kann mal hier verwenden gehen, Finn, und mit Ben plaudern. Na, dann geh mal mit Ben plaudern. Louis macht Hausaufgaben. Ben auch. Oh, habt ihr diesen schnellen Kuss hier gesehen? Aha, Kim kann nun in Elternzeit gehen. Na, dann machen wir das doch auch und werden... Na? Hier, in Elternzeit gehen. Danach auf jeden Fall mal schlafen, würde ich sagen. Elias. Aha. Fang mich doch. Was geht mit euch ab, Leute? Chiara scheint auch etwas pummeliger zu werden. Nein. So. Joggen gehen. Louis hat die Hausaufgaben fertig und sollte dann dringend was essen gehen. Na? Öffnen. Ein Gericht nehmen. Wo geht Kim hin? Ah. Allein losschicken. So, also ich würde sagen, somit ist dann Kim in Elternzeit gegangen. Und wir schicken die Gute aber auf jeden Fall auch mal schlafen. Du gehst auf jeden Fall verwenden und duschen. Wow, Adish. Ja. Kongalai. Rangoya, Omix. Tuba Yix. Babadev.
In 8 Tagen wird Finn erwachsen. Und Kiara wird bald zur jungen Erwachsenen. Hunger hat er gute. Na, dann schicken wir ihn doch mal. Okay, Protein trinken? Nee, nee. Schnelle Mahlzeit, essen und duschen. Ups. So, die beiden dancen ein bisschen. Nee, doch nicht. Kiara watschelt gerade ab. Aber Ben war schön am Tanzen. Da, er danced. Yay. Ne? Duschen. Und öffnen. Ein Gericht nehmen. Aufräumen. Öffnen. Zusatzhausaufgaben. Öffnen. Zusatzhausaufgaben. Dann erledigen wir die doch zuallererst, würde ich sagen. Ja, Paolo, genau. Ich meine nichts dagegen, dass du energiegeladen bist, aber muss sowas in der Küche sein? So, ich würde sagen, wir spulen natürlich mal ein bisschen vor hier. Soweit haben wir ja alles im Griff. Hey Palu, hier ist Markus. Hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Ja, oder? Machen wir doch mal. Paolo geht's ja soweit gut und die Familie ist auch versorgt. Also warum nicht? So, wir werden mal schauen, wo die beiden denn dann abhängen werden. So, da wären wir auch schon. Da ist auch dieser gute Kerl, der uns da eingeladen hat. Ja,
Yeah, voll männlich, Leute. So. Ansonsten. Ja. Würde ich sagen, dann üb doch mal ein paar Dance Moves, Paolo. Sonst ist irgendwie keiner da, würde ich sagen. Aha. Die kommen jetzt erst von dieser Gruppe. So, Paolo, geh mal baggern. Na komm. Warum geht er denn nicht zu ihr? Hüftstoß. Über Interessen reden. Kompliment über Outfit machen. Ja. Was hat er denn für Probleme? Er soll doch nur mit ihr quatschen. Nur mit ihr. Wo geht die denn hin? Jetzt hat sie dich dahin. Oh. Mehr Auswahl. Freundlich. Na komm. Nur mit ihr. Mehr Auswahl, freundlich. Ja, endlich. Umarmen. Romantisch. Okay, dann irgendwie nicht. Okay. Rena ist anwesend hier? What the fuck, warum geht das mit einem Geist?
Ich bin etwas irritiert. Okay. Scheint also nur anklickbar zu sein, aber man scheint es dann doch nicht machen zu können mit einem Geist. Fände ich aber auch seltsam, Leute. So, das war's dann, glaube ich, auch mal an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.